Guten Morgen, Freunde, Freunde, und willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Ich hoffe, wie immer, es geht euch allen gut. Ja, heute habe ich frei, aber muss meine Brille abholen bei Vielmann. Und ja, es wird ungewohnt sein für mich, mich selber mit Brille zu sehen und eine zu tragen und alles, aber naja. Die Augen werden nicht besser, wenn man keine Brille trägt. Von daher auch muss man da durch, ne? Und ja. Ich muss meine Mom auch noch fragen. Wegen, sie hat ein Wengermesser. Die Taschenmesser mit dem coolen Schild als Logo. Bei sich zu Hause rumliegen und ja, ich wollte sie halt fragen, ob sie dieses Wenger-Messer mit einem anderen Messer aus meiner Sammlung tauschen würde, weil Wenger ist halt eine meiner Lieblingsmarken, was Taschenmesser angeht, einfach weil es so ein Mythos ist, sag ich mal. Wenger wurde 2005 von Victorinox aufgekauft und in diesem Sinne gibt es Wenger ja nicht mehr. Also gibt es schon, aber sie produzieren halt keine Messer mehr und sind halt in den Victorinox-Konzern integriert und haben ja nichts Eigenständiges mehr. Umso besser finde ich es noch, wenn ich ein Wenger-Messer bekommen kann und ja, ich würde halt einfach freundlich nachfragen, ob sie Interesse hätten, das zu tauschen. Und ja, im schlimmsten Fall sagt sie nein, also ach, alles easy. Na, jedenfalls warte ich jetzt auf meine Mom. Und dann fahren wir los. Also bis gleich.
So, Freunde, Freunde, ihr seht, ich habe jetzt eine Brille und es ist ultra ungewohnt noch am Anfang diese zu tragen, aber ich merke auch schon, dass ich Sachen, die weiter weg sind, besser erkennen kann. Also muss ich mich wahrscheinlich nur dran gewöhnen und ja, dann sollte das passen. Bis später. Ach ja. Ist kein Sponsoring, aber ich habe Fassbrause geholt und die lasse ich mir jetzt schmecken. Und mein Obst-T-Shirt ist legendär. Mit dem Crossover von Andy Obst gegen Team USA in der Weltmeisterschaft 2023. Echt nices Shirt und nicer Moment. Und die Designer, mit denen Andy Obst das entwickelt hat, spenden noch einen kleinen Betrag für den guten Zweck. Also eine wunderbare Sache. So, Freunde, Freunde, ich muss zugeben, ich habe mich relativ schnell an die Brille gewöhnt. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's voll klar. Und ich habe mir einen neuen Twitch-Account erstellt, um endlich wieder Streams schauen zu können. Und habe dabei rein zufällig gesehen, dass Hand of Blood live ist und dass Eintracht Spandau in den EMEA Masters Qualifiers im Gruppenfinale steht. Und das wird sich jetzt angeschaut. Ich hoffe, die Series ist dann bis 21 Uhr durch, weil um 21 Uhr will ich unbedingt das Deutschland-Frankreich-Spiel gucken vom olympischen Basketball. Es wird ein Banger. Deutschland hat sowieso eine nice Truppe mit Andy Obst, Dennis Schröder, Daniel Theiss, Moritz und Franz Wagner, Maudolo, wen es da noch alles gibt. Ihr seht, ich habe mir das Obst-T-Shirt ja zur WM gekauft damals. Also damals, letztes Jahr halt. Und ja, heute spielen sie gegen Frankreich. Sie sind Gastgeber. Sie haben Wemby. Sie haben Rudy Gobert. Einen meiner absoluten Lieblingsspieler, weswegen ich Timberwolves-Fan geworden bin. Es wird ein Fest. Es wird richtig geil. Deutschland wird pausenlos ausgebuht werden und spielt gegen so 2,16 Meter und 2,24 Meter große Typen. Ich bin gespannt, wer gewinnt und melde mich gleich wieder. Bis dann. Die King Esriel, oh mein Gott! Ist Esriel nicht gerade übel OP? Oder nicht? Das ist ja der Hammer. So, Freunde, Spandau ist in Game 5 Silver Scrapes und ja, ist jetzt 21 Uhr, das heißt, ich lasse den Basketball-Stream und den Hand of Blood-Stream parallel laufen. Es sieht aktuell knapp aus, aber Spandau führt. Und ja, Basketball wird natürlich auch ein Banger, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Wemby, hier Rudy Gobert, Frankreich, Olympische Spiele in Paris und Deutschland. Es wird heftig und ich gucke jetzt schnell weiter. Bis gleich. Ja, Freunde, kurze Zusammenfassung. Spandau hat verloren, aber Deutschland gegen Frankreich ist super spannend. Cheers auf euch. So, kurz und knapp zusammengefasst. Deutschland hat deutlich gegen Frankreich gewonnen. Es war ein Banger-Matchup. Frankreich hat das letzte Viertel zwar gewonnen, aber hat nicht mehr geholfen.
Und ja, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich nicht mehr viel Speicherplatz auf dem Handy habe. Also, wenn euch der Vlog gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen.